Nachhaltig, kompetent, stark. Die jährliche Bündnisveranstaltung Plenum der Akteure hat ein neues Gesicht, den Frankfurter Abend. Und dies hat einen besonderen Grund. Das Familienbündnis feiert Jubiläum, nämlich 10 Jahre. Familie heißt über Generationen hinweg einfach sich zu kümmern. Und das zeigt das Bündnis eigentlich aus, oder zeichnet es aus, dass es sehr große Kontinuität da ist. Auch ein Mittelständler, der schaut, wie kann ich Beruf, Familie, Unternehmen, alles miteinander vernetzen, und das macht es aus. Frankfurt baut auch bald ein neues Krankenhaus. Und das ist eine große Chance. Die Vielfalt, die Familien, die müssen wir berücksichtigen. Und zwar in jeglicher Art, vom Baulichen her bis Räumlichkeiten, bis zu der Atmosphäre hin. Wie fühlen sich Familien wohl? In unserer Arbeitsgruppe ging es darum, eine Klinik, ein Krankenhaus so familienfreundlich zu machen, wie es nur möglich ist. Sämtliche Unterschiede, sämtliche Bedarfe der vielfältigen Familien zu berücksichtigen, so weit wie es geht. Von der kleinsten Kleinigkeit angefangen bis zu den großen Projekten, so dass sich jeder wohlfühlt, wenn er krank ist oder wenn man krank ist oder wenn man auch als Gesunder einen Kranken besuchen kann. In der Präsentation des Projektes Familienfreundliches Krankenhaus wurde es zunächst mal klar, dass dieser Blick nicht ein alltäglicher Blick ist. Wir konnten gut und nachvollziehbar unsere Ansätze vermitteln. Es gab ein großes Aha, stimmt. Es kam sogar noch Anregung dazu und ganz viel Zuspruch und Zustimmung. Beeindruckt hat mich, dass eine ganze Menge an Personen doch im Moment immer noch im aktiven Bündnis arbeiten. Neue Personen und auch Personen, die 2005 schon dabei waren, als das Bündnis gegründet worden ist. Das heißt, eine ganz breite Bevölkerungsstruktur, die Spaß macht. Die Stärke des Bündnisses ist dieses ununterbrochene Ansatz. Kommunizieren, sensibilisieren, informieren, immer Verbündete suchen und am Ball bleiben. Das ist das, was authentisch ist, was ein Bündnis wirklich ausmacht. Ich glaube, man kann nicht sagen, das oder das muss getan werden, sondern es kommt einfach aus der Bevölkerung heraus. Es kommen Themen, die aufpoppen, die man dann einfach aufgreifen muss. Also das heißt, ich würde keine strategische Ausrichtung vorsehen, sondern ich würde sagen, gut zuhören und dann schauen, in welche Richtung man denken muss. Als nächstes tun. Tu Gutes und sprich darüber. Ganz viele Ergebnisse ganz weit tragen.